Und willkommen zurück zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Oh, 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 oh. Oh, ja. Oh. Von Yu-Gi-Oh! Oh, oh, oh. Oh. Er bringt mich die Gatte was, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Oh Gott. Das ist schon mal wieder so oh, ein Oh Gott Moment. So. Ja, und das ist ein Risikomoment. Ich aktiviere den. Nein. Ja, nein, nicht dreimal. Nein! Ja, keine dreimal, blub. Dreimal Kopf wäre mir lieber gewesen. was kann ich jetzt in diesem Zug machen? Oh, nein! Was? Zweimal nein drücken bei derselben Karte. Ja, das war so. Das war für mich perfekt. Das war eine perfekte Einleitung in den Part. Scheiße, ich aktiviere schwer, dass ich durchfahre. Jetzt kann er mich fertig machen. Achso, ja, da kann ich nicht angreifen, aber egal. Er ist da! Oh Mann, ey. Obwohl, jetzt kann ich. Nee, das bringt ja noch gar nichts. Der Eingreifen, ne? Habe ich gehört, ist super. Macht Spaß für die ganze Familie, der Drache kann zusehen. Eine vernünftige Karte! Oh, was von vernünftig, ey! Ja, jetzt hab ich Pech mit Karten. Du hattest schon Pech bei den ersten Zug. Ich weiß. Verflucht soll dieser Spieler sein! Du hättest vielleicht erstmal vorher ein paar deiner Zauber- und Fallenkarten aktivieren oder wenigstens auf Feld legen sollen. Ja, das wäre schon mal. Nicht so schnell! Ha! Bei drei Karten wusste ich das eh nicht, aber egal. So, jetzt habe ich wenigstens was zum Geschützen. Hoffst du. Ach nee. Jetzt habe ich was zum Beschützen, dumm. Nee, ey, oder? Leck mich. Die Suppe würde ich dir auch versalzen. Warum? Ich mag keine salzige Suppe. Deswegen ja. Du bist so gemein! Ich mag keine salzige Suppe! Oh nein, der Tiger kommt zurück. Wieso habe ich jetzt eigentlich keine... Egal. Ich glaube, dafür kannst du keine Karte ziehen, du die zurückholst. Warte. Während deiner Draw-Phase, falls sich diese Karte in den Friedhof befindet und keine Monster kontrollierst, anstatt ein normales Ziehen durchzuführen. Achso ja, statt normalen Ziehen durchführen, okay. Ja gut, ist jetzt auch nicht so problematisch. Ja, damit wird dein Deck geschützt. Und so habe ich mindestens die sichere Chance, dass ich ein Monster ziehe. Scheiße. Das klingt so, als wenn du verlieren könntest. Ich werde verlieren. Oh Mann, das war's. Oh, ich wollte jetzt noch Lebenspunkte dazu kriegen. Nein, meine verdeckte Karte war Beschnappnahmen. Okay. Die zahle 1000 Lebenspunkte, um die Karte auf der Hand deines Gegners anzuschauen. Wähle eine Karte und wirf sie auf den Friedhof ab. Gut, ich habe keine Karte auf der Hand gehabt, also von daher war's. Naja. Ja. Das war's, tschüss. War schon wieder von dir. Oh, das ist nämlich kurz. Ja, tschüss. Willkommen zurück zu neue Bad von Yu-Gi-Oh! Nein, nicht neuer Part, Teil davon. Oh ja, stimmt, der ist der neue Teil, der Bad. Ja, ich nach dem letzten Fail bei mir. Wir erinnern uns dran, dreimal zwei. Oh, das gewinnt ja ständig bei Stein, Schere, Papier. Ich weiß. Ja, ich will aber auch nicht so viel, weißt du das? Einmal das. Einmal das. Einmal das. Ei, nee! Einmal das. Ey.
Yato-sama. Yato-shan. 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 Ah, scheiße, du hast keine zwei Karten mehr. Dann das hier und dies zur Verteidigung. Verteidigung, ja. Das soll ich jetzt also glauben, ja? Ja. Gib dir gleich eine Verteidigung. Hier bitte. Ach, leck mich doch. Nee! Scheiße! Komm, das muss. Ich weiß aber nicht, wie viel Verteidigung die natürlich hat. Das ist natürlich doof. Das könnte viel sein, das könnte wenig sein. Das ist jetzt so die Sache. Ich greife einfach mal zur Sicherheitshalber mit der Yatos an. Nein! Hoffnung ist gestorben. Und zwar dreimal. Setz dich gar nicht. Da musst du ja im ersten Yatos ziehen. So. Weißt du was? Ich will noch fieser sein. Fieser wie Freezer. Ja, Don Salut, genau. Oh nein! Nein. Ich Idiot! Ich wollte eigentlich gerade auf das Rechtspfeil drücken, aber das kam mir erstmal auf die Frage. Hast du das wirklich gehört? Das war voll gefällt. Egal. Hast du echt das wirklich gehört, dass ich gerade sofort auf Nein gedrückt habe? Ohne es eigentlich zu wollen. Ich wollte schon aus Gewohnheit auf den Pfeil drücken, dann war aber schon zu spät. Ich aktiviere! Nicht Topf der Gier. Jetzt ist es aber klappen. Please! Wieso kann ich... es hat mir nicht das Server abgestürzt. Also bei mir läuft es noch. Ah, verdammt, du hast keine Handkarten! Ah! Scheiße, jetzt habe ich einen dummen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen dummen Fehler gemacht. Schon. Also ihn, das hier. Nein. Okay, die letzte ist bestimmt jetzt so eine Lacke. Wusste ich. Ja, du kennst mich in meinem Inneren, das ist ja nicht. Ich kann nicht lesen wie ein Buch. Haha, er liest Bücher. Topf des Biers. Topf des Gier. Topf des Gier vor allem. So. Topf die Gier. Schalala, la, 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 la. Das bringt ja gar nichts, was ich machen wollte. Auf den Zauber und fallen wieder mal dabei waren. Und so. Angriff! Angriff! Verteidigung! Verteidigung! Angriff! Verteidigung! Das kommt auch noch dazu! So macht's aber wenigstens ein bisschen mehr Spaß. So. Ach, die dürfen... Oh, zum Glück habe ich noch nicht meine Eisenschrottvogelscheuche aktiviert. Ah, scheiße. Na gut, jetzt ist es zu spät, aber ich kann es ja immer noch zerstören. Ja, habe ich gerade die Reihenfolge verkackt, aber egal. Das kommt vor. Habe ich Monster schon gespielt? Nein. Hey, Tigre! Und ja. Das war's. Das war's jetzt, oder was? Ich aktiviere die gefährliche Maschine Typ 6! Die bisher noch niemand gebracht hat. Wenn man schon gegen dich.
deaktiviere ich mal. Das ist jetzt doof, würde ich behaupten. Okay, das bringt mir ein bisschen mehr. So, du bist am Zug. Jetzt kannst du... Ah, du bist keine Karte ziehen. Ich habe noch nicht so viele Karten da rum, die hinten. Das könnten fiese Fallen sein. Und das, obwohl mein Deck doch damals fiese Fallen hieß. Siehst du das mit fiese Falle? Damit ist nicht verbannt. Also, weil die ist ja, weil das ist der Effekt, das ja, ja, ich weiß, von die Monster und so. Jetzt wäre er auf die Karte, hat er noch nie was gebracht. Ey, das soll doch besser! Okay, dann mache ich das anders. Jetzt dürfen wieder die Zauberball wieder auf den Winter. 4, 5, 6, 7. 7 Karten verschwinden bei dir. Scheiße! Oh nein, keine 5 Vogelstecke. Und dann geht ja auch. Och Gott, nee, ey, oder? Und wie viele Karten verschwinden bei dir? Gar keine, ich hatte 3 Monster, ich hab das erste Mal hergezogen. I love this. Leck mich. Ha! Oh. Oh. Wieder mit dem Auge. Ach, jetzt darf ich mir nicht meinen Maus suchen, ne? Das ist praktisch. So, dann hätte ich gerne als erstes hier. Dann wieder, dann wieder, dann ja, die Cyberdose ist dafür ein bisschen netter als der Verwandlungszwang. Weil bei Cyberdose darf man ja die Feinde und Zauber auf der Hand haben. Gag-Eier! Der umgeht meine Monster. Schön brav. Aber dafür kommt wieder eine fiese Falle. Nicht eine fiese Falle. Das ist gemein. I feel hungry. And hungry. And angry. And very. So, und dann die Hälfte des Decks zerstört ist. Oh, was für ein Zufall. Das sind genau die Karten, die ich gerade festgelegt habe. Als erste 5. Das bringt eigentlich hier nicht hier mir was, weil du hast kein Monster eben halt. So, das war's. Ja, auf einmal. Jetzt ist mein ganzes Feld voll. So. Jetzt ist mein ganzes Feld voll. Dich setze ich. Und ich kann noch eine Zauber davon holen. Aber welche? Monster-Reanimation? Das kriegt mehr. Das kriegt mit. Wie bei mir. Na, das ist nicht. Da ist ein besser. Auch wenn es böse ist. Oh Gott, 5 Monster! Stimmt, ein paar Karten. Nein! Was hab ich getan? Deine ganzen Harpien staubheben. Und deine... Scheiße, deine was hab ich getan? Es geht so lange, bis ich 5 Monster... Deine stürmischen Dinger auch da. Diese, Anne-Zauber wegmacht. Nein. Meinst du, das ging genau weg? Ja, genau, den meine ich. Oh Mann. Und bei dir geht wieder gar nichts weg, weil du wieder beim ersten Mal ein Monster ziehst. Oder? Warte. Ja, ein Monster. Kids. Aha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mag die Cyberdose viel lieber. Ich mag ernsthaft die Cyberdose viel lieber, weißt du das? Ja, und wie das gerade auf die Hand liegt.
Ja, jetzt muss ich mal gucken, was spiel ich denn jetzt überhaupt? Was hast du denn für einen Effekt? Das bringt nichts, hab ich nämlich nicht. Dann du. Mein Gott, ey, hau ab! Ich bin total genervt. Verstehe gar nicht. Meine eigene Dummheit! Okay, ja, dann bist du. Vor allem, weil diese scheiß Maschine nichts bringt. Weil sie ständig eine 6 würfelt. Aber echt jedes Mal. Angriff. Verteidigung. Verteidigung. Okay, okay. Okay, okay. Also du Verteidigung. Angriff. Angriff. Obviously. Ach ja, genau. So, und gut, dass ich hab. Das heißt, ich darf noch 5 Monster. Eine Reihe, 2 reichen mir davon. Dann die hier. 3. 4. Obwohl mir jetzt nicht so viel Glück bringt, ne, gebe ich ihnen trotzdem eine weitere Chance. Aber oh, ich darf ja noch dann 2 Karten ziehen. Und muss dein Deck wird immer kleiner. Mein Deck wird verflucht immer kleiner. Und bei mir hat gerade das Spiel geleckt. Mann, was? Und ich hab ständig so Glück gehabt, weil du ständig deine ganzen Zauber- und Fallkarten abwerfen und ich krieg einfach mal ständig die Monster. Das ist voller Unterschied zwischen unserem Decks gerade. Ja, das ist so die Lach. Lacheffekt auf, und, auf meiner Seite eher. Achso, scheiße, geht ja gar nicht. Ja, was machen wir denn nun, ne? Das wäre ja schon mal ganz praktisch, wenn man das weiß. So für spätere Leben. Sag ich du, ne? Du gehst raus. Ich glaube, ich mache mir nie wieder so ein Deck-Zerstörungs-Dings. Ernsthaft, nie wieder. Ach nee, was, das bringt ja gar nichts. Du hast noch andere Monster. Ich habe noch andere Monster. Ja, aber das eine ist Morphing Jar, das andere ist auch Morphing Jar und das dritte weiß ich nicht, was es ist. Es waren 3 Morphing Jars, weil... Aha, aha. Ja, wenn es ins Deck zurückgeht. Nein! Hilfe, magischer Zylinder! Oh, oh mein Gott, da gehen ja mal sogar welche Zauberkarten weg. Wow. Ja, das bringt dir jetzt viel. Die hätte ich sowieso nicht spielen können. So. Ja, will ich das oder das aktivieren? Das ist jetzt hier die Frage. Dann später. Damals. Wann? Das ist, also Morphing Jar Nummer 1 ist keine gute Idee. Weil ich dann keine Karten mehr zum Ziehen habe. Meinst du mich die hier? Ah! Scheiße! Nur noch zu fertig und fertig. Es wäre also egal gewesen, ob du deine aktiviert hast oder ich meine. Ja, jetzt kannst du eigentlich meine Karten angucken, oder? Dass ich alles auf dem Feld habe. Nee, irgendwie nicht. Komisch. Na gut, ich sag's dir. Cyberdose, Verwandlungskrug 2, Verwandlungskrug, Verwandlungskrug 2 und Verwandlungskrug. Und meine verdeckten Karten sind Sakuretsu-Rüstung, Eisenschrottvogelscheuche, finstere Bestechung und Eisenschrottvogelscheuche. Meine Hand besteht aus Spieler der Legende, Don Saluk, Kageki, Gogo, der galante Ninja und ein Verwandlungsgruppe Nummer 2. Kageki wäre fies gewesen, ich habe nämlich nichts zum Abblocken gehabt. Das wäre gut gewesen, aber nein, ich komme nicht dazu. So, auf jeden Fall, das war wieder dieser Part. Tschüssikowski.